Was macht das Pre-College aus? Wenn man in New York nach dem Weg zum berühmten Konzertsaal fragt, ist die humorvolle Antwort «Practice, practice, practice». Wir finden zusammen, machen zusammen Musik und wir können meinen, wir kennen uns schon seit 3 Jahren oder so. Wenn jetzt von außen zulässt, gar nicht denken, dass wir jetzt das erste Mal gerade so in dieser Konstellation machen. Und das ja, fasziniert mich da. Unser Pre-College hat 2 Schienen. Die heissen Vorstudium und Vorkurs. Das Vorstudium, das ist so ein bisschen der Teilchenbeschleuniger. In diesem intensiven Jahr wird man quasi fit gemacht für die Aufnahmeprüfung, wo man natürlich alle bestehen will. Vorkurs, das ist die andere Schiene, das ist länger, 3 Jahre während der Schule, quasi wie im Spitzensport, intensiv Musik zu machen. Und meistens ist das, probieren wir das so zu richten, dass jemand mit der Matur aufgeht, dass sie nachher, wenn die Schule aufhört, nahtlos können zu uns ins Studium wechseln. Bis jetzt schon mitnehmen, die ich davor noch nicht hatte, bevor ich ins Pre-College kam, ist sicher auch bühnenpräsent, weil wir wöchentlich wirklich das auch in den Workshops proben, um zu sagen, okay, ich stehe jetzt her und ich präsentiere mich. Das Pre-College kann man im Profil Jazz oder Klassik besuchen. Man kann das auch als Volksmusiker machen. Die Volksmusik spielt bei uns an der Hochschule ja eine wichtige Rolle. Also ich finde es mega cool, wie wir so zum Beispiel den Musiktheorieunterricht haben. Mit der Zeit bekommt man immer einen weiteren Horizont und plötzlich kann man so das Zeug, was man früher noch mal gerne gelassen hat, kaum noch gerne anlassen, weil man merkt, wie banal das eigentlich ist. Du bist eigentlich schon im Apparat der Hochschule drin, aber hast trotzdem noch mehr Freiheit. Und ich finde, das ist etwas, was sehr gut ist und auch einfach ein Jahr noch einmal auf ein ganz anderes Niveau bringt. Ein Tipp für zukünftige Pre-College-Studierende: Man muss noch nicht so weit sein, wie jetzt die, die im Bachelor schon am Studieren sind. So auch eben die Zeit nutzen, um auch eigene Projekte zu machen. Nicht aufgeben, einfach weitermachen. Definitiv sagen, einfach Pre-College anmelden, gerade sofort und dann schauen, was passiert.